Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rust mit unserem Pox. Hallöchen. Und natürlich mir. Und Hermes Madrid. Und Hermes Madrid, genau. Hermes Madrid hat die Welt betreten. So, wir sind wieder auf dem LostRust.de Server. Ja, und haben uns auch schon so ein bisschen mit den Admins unterhalten. Was wir dann da erfahren konnten, sagen wir euch dann später. Wir hatten uns eben gerade hier schon mal getroffen, der Pox und ich. Ja, Tro hat sich einfach töten lassen. Ja, und dann der Pox auch. Und jetzt sind wir natürlich wieder weit auseinander. Klar, der Pox könnte sich noch zu mir teleportieren, aber ich glaube, da gibt es so ein paar klitzekleine Probleme. So. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen Challenges, Challenges, Challenges. Ja, die Strafe haben wir schon, aber noch keine Challenges. Also, keine neuen. Wir haben bisher noch keinen Parcours bekommen, ja, auf dem wir dann sozusagen einen Wettstreit machen können. Wir sind immer nicht kreativ genug gewesen, um die Challenge zu machen mit irgendwelchen Szenen nachzustellen. Und die Robin Hood Challenge, beziehungsweise die Robin Hood Challenge konnten wir auch noch nicht weitermachen, weil wir konnten ja bisher noch niemanden beklauen, weil die Häuser immer noch unkaputtbar sind. Also, neue Challenges braucht das Land. Ich habe Eisen. Oder Steine. Okay, gut. So. Und bevor wir dann zu den einzelnen Challenges kommen, dachten wir uns, gut, was erwartet euch dieses Jahr überhaupt? Wir dachten uns, wir sagen euch mal so ungefähr, was euch dieses Jahr erwartet. Und kommen wir erstmal dazu, was hat denn der Gary überhaupt vor? Ja, und der Pox kann ja so ein bisschen seine Kommentare dazu abgeben. Der Pox hat ja die Legacy-Version nie wirklich gespielt. Doch. Ja, nicht lang ausgiebig, sagen wir es mal so. Ja. Und, ich wüsste jetzt aber auch nicht, was ich da verpasst hätte. Na doch, zum Beispiel die radioaktiven Städte. Ja gut, also ich möchte mal so sagen, es gab ja auch nicht die Zeiten zur Legacy, wo Gronkh noch gespielt hat und Zaraza und was weiß ich, wer das Spiel alles gemacht hat. Und also ich weiß, um was es in Legacy ging im Prinzip, mit den Städten und den Unterschlüpfen und den Containern und was weiß ich alles, was es gab. So. Ja, okay, gut. Aber die sollen jetzt wieder definitiv... meine Lex mal wieder. Die sollen wieder definitiv zurück ins Spiel finden. Yay! Und das alles noch dieses Jahr. Und nicht nur das, auch die Blueprints werden wieder Einzug erhalten. Das heißt also, ihr könnt nicht gleich von Anfang an alles bauen, sondern ihr müsst natürlich dann in Kisten suchen oder aus Zombies, die jetzt anscheinend doch wieder zurückkommen. Okay. Entsprechend looten. Ja. Und ja, was fehlte denn noch? Was hatten viele noch? Workbenches. Workbenches? Ja, Workbenches. Das heißt, du konntest dann in der Nähe von einer Workbench schneller bauen oder diverse Sachen nur in der Nähe von einer Workbench bauen. So nach dem Vorbild von Starforge praktisch. Ja, beispielsweise. Ja. Und es geht dann auch noch weiter mit Straßen. Okay. Ja, du hast ja die Straßen auch gesehen, wo wir da immer hin und her gependelt sind in Legacy, von links nach rechts und rechts nach links. Ja. Ach so, also du meinst jetzt auf der Karte festgelegte Straßen. Ich dachte, die man selber bauen kann irgendwie oder selbst anlegen in seinem Dorf, Stadt, was weiß ich. Vielleicht kommt das ja auch noch. Ja. So weit bin ich ja noch nicht, ne? Und des Weiteren erforschen. Forschung. Research. Okay. Bedeutet einfach nicht alle Rezepte, oder? Wie meinst du? Ja. Man musste sich so gesehen erarbeiten. Ja, das finde ich in Ordnung allerdings, ne? Ja. Das sind jetzt bisher so kleine Änderungen, was er sich jetzt für dieses Jahr gesetzt hat. Und diese sollen alle dieses Jahr wieder zurückkommen, dass man also das Rust Legacy ungefähr wieder hat. Und genauso soll es auch möglich sein, die Legacy Map wieder zu spielen mit dem neuen Rust. Ja. Oh. Und User-Created Maps. Okay. Ich weiß zwar nicht, was ein User an so einer Map wirklich createn soll, aber... Ein Editor, womit du dann, sag ich jetzt mal so, mit der Maus dich dann so bewegen kannst. Dann kannst du da ein bisschen die Felsen hochziehen. Da kannst du ein paar Bäume platzieren oder sagen, dort spawnen Bäume. Sowas ist dann dieses User created. Ach so. Ja, ist bestimmt nicht schlecht. Ja. Ja. Nur, zwei Beispiele zu nennen. Ja. Wäre auch dann mal sowas für uns, so, um vielleicht mal... von den Usern zu sagen, ey, weißt du was, deine Map ist geil.
die finden wir stark. Ja, wir gucken dann einfach mal so User Created Map dran. Nur nach dem Motto, genau. Ne? Richtig. Ja, ist eine gute Idee auf jeden Fall. Und ich muss mal ganz kurz hier an meinem Mikrofon was zurückdrehen, weil ich übersteuere die ganze Zeit. Na, dann drehen wir an deinem Mikrofon zurück. So, aber das ist jetzt nur das, was wir dieses Jahr geplant haben. Und man muss dazu sagen, sollten die Server und alles Performance und alles, wirklich Gameplay, alles wieder stimmen, ja? So, oh, es geht schon los. Also, kommen wir erstmal doch noch zu den anderen. Das habt ihr gerade gesehen, wer eine Runde Deathmatch will, Zeug ablegen und Arena Join eingeben. Es gibt jetzt nämlich auch schon Skripts, ja, wo man PvP spielen kann. Ich kann es gerade nicht schreiben, aber... Ach Gott. Komm, spielst mal... Ah, okay, jetzt. Gut, Total Players 2. Gut, jetzt kann ich jetzt mal die ganzen Sachen ablegen. Ne, wie lege ich die nochmal ab? Genau. Drop und Drop. Wo willst du denn die hinlegen? Einfach nur droppen. Einfach hier? Sicher? Einfach Drop. Okay. Wir sollen ja nackt sein. Ich hoffe mal, die bleiben dann da liegen. Ja, weil die dann verloren sind sonst. Ja, wir sterben eh. Ich glaube nicht, dass man dann zurückgespawnt wird oder so. So, gut, während wir jetzt gleich ein bisschen PvP spielen, der Pox gegen den Tro. Yay! Kann ich ganz kurz, Ja. Ja. Wenn... So, also, genau, kommen wir mal ganz kurz zu der Mindmap. Wenn alles, wie gesagt, super läuft und so weiter, dann kommen diverse andere Sachen dazu. Und jetzt kommt echt ein Hammer nach dem anderen. Ich habe das dem Pox vorhin schon mal gesagt, ja. Halt noch nicht alles so, wie es soll in Arbeit, aber war das ja. Funktioniert noch nicht. Was funktioniert nicht. Noch nicht? Mit dem Preis wahrscheinlich. Oder so. Ach so. Oder? Ach, Göttchen. Gleich mit Leben. Also, it's about to begin. Gut. Was wird es also noch geben? Was ist geplant? Karten, die ihr selber malen könnt. Oh, cool, Waffen. Eine Karte, die ihr... Wieso komme ich hier nicht lang? Muss ich echt springen? Cool. So, jetzt heißt es, dass wir Pox abknallen. Hier liegt einer. Liegt einer? Jetzt spritzt ihm irgendwas aus seinem Auge, nachdem ich ihn da reingeschossen habe. Wer ist denn das da oben außen auf der Map? Und wo bist du? Und Hilfe! Außen auf der Map ist auch einer? Ja. Vielleicht ein Admin. Ja, wahrscheinlich. Würde mich jetzt nicht wundern. So, also, es erwarten euch die Möglichkeit, Papier zu beschreiben, eine Karte zu zeichnen. Und auch gewisse, Zeichen zu setzen, also, wow. Wow, ja? Ja. Warum hast du mich angeschossen? Weiß nicht. Ich habe einfach mal drauf losgeschossen, ne? Okay. So, während ich jetzt hier ganz konzentriert jetzt versuche gerade den Pox abzuknallen. So, dann soll das Mining noch dazukommen. Wie sie sich das vorstellen, weiß ich noch nicht, weil dafür müssten sie eigentlich die komplette Engine ändern. Warum? Wie meinst du? Ja, Mining... Nee, da schläft jemand. Oh, verdammt. Ach, du warst aber schnell tot. Ja. Was jetzt, oder wie? Ah. Muss ich den Schlafenden hier noch töten? Kill. Nee, nee. Oder so. Darfst du jetzt wieder weiterspielen, oder wie? Ja. Achso, naja, okay. Okay, gut, also Mining kommt dazu. Mining kommt dazu, dann kommt noch dazu Farming. Und da dann auch wirklich mit Animals und... Hey, hör auf, du stehst im Boden. Achso, das ist so niedrig. Wow, wow, wow.
Ach, verdammt. Ah, gotcha. So, genau, Farming, Animals, so, dann sollen noch Fahrzeuge, auch hier, wohlgemerkt nicht nur wie in anderen Spielen, ne, Fahrzeuge dazukommen, Boote, Autos, Flugzeuge und sogar Panzer. Das finde ich auf jeden Fall super. Ja, das ist echt also, eine tolle Idee. Wie gesagt, das ist alles, was geplant ist und natürlich User-Created Content. Ja. Und darunter nicht nur jetzt irgendwelche, ne? Gut. Oh mein Gott, ich hab dich nicht mal gesehen. Ich stand vor dir. Okay. Darunter nicht mal mehr, jetzt hier eigene Karten, sondern auch eigene Waffen oder sowas, ne? Und dann sogar serverübergreifende, ja, Möglichkeiten zu kommunizieren, beziehungsweise zu handeln. Ach, du standst hinter mir, verdammt. Ich weiß nicht, aber ich sehe nur noch Leichen. Ich habe hier gerade irgendwie ein Problem. Nein, ohne Scheiß, ich seh nur, wie eine Leiche auf mich schießt. Also ich sehe nicht dich, sondern nur eine Leiche, ja? Warte mal kurz. Okay, warten wir mal ganz kurz. Ja, und das ist halt alles das, was so einen erwartet. Und das ist wirklich so das Grobe, ja? Dann soll es auch sogar noch ja, diesen User-Content, diese Workshop, darunter Maps und so weiter geben. Hatte ich ja gerade gesagt. Und, ja, jetzt gucke ich mal gerade, was war noch, während der Pox da gerade mal so ein bisschen nachguckt. Mining, Wasser kann man sammeln, Wetterzyklus, größere Hände. Ja. Okay, geht wieder. Mich auch. Genau, die Monumente kommen wieder, Radiatoren. Aha. Aha. Was haha? Alles genau neben mir. Hä? Hier sind zwei. Hier ist noch einer. Na toll. Schießen alle auf mich, oder wie? Oh, Droh ist verblutet. Ist aber schade. Hä, ist jetzt noch einer dazugekommen, oder nicht? Ja, sieht fast so aus. Wow, warum muss das jetzt so laggen? Außerdem hast du mich jetzt getötet, oder, Droh? Nee, Psyche hat Fox getötet. Echt? What the fuck, warum laggt das jetzt so? Keine Ahnung. Ah, ach, jetzt weiß ich. Was? Ich weiß warum. Sprich dich aus? Ganz einfach, weil wir warten mussten, bis die Runde fertig war. Ah, okay. Ich habe jetzt ein Problem, ich habe keine Waffe. Jetzt ist es kaputt, bei mir lädt nichts mehr. Nein! Nein! Ich habe keine Waffe. Hallo? Und wie sich da jemand rumrollt. Hallo? Kaputt gemacht! Kaputt gemacht. Nein, also ich hänge hier in dem Loading-Screen jetzt fest irgendwie, ne? Ja, hatte ich auch. Was muss ich machen, dass es weitergeht? Oh, jetzt bin ich tot. No. Okay, also ihr seht, das Skript ist noch nicht hundertprozentig. Es funktioniert noch nicht hundertprozentig. Und Loading. Wow. Da muss ja jetzt einiges laden. Ja, also wie gesagt, ansonsten, was gab's noch? Das sind die Prioritäten sind dann halt so welche Screen-Effekte wie Radiation Fix, Bleeding, Wet, Cold, Hot. Also die einzelnen Stati, Ambient Sound. Droh, bevor du dich jetzt hier aber weiter drüber auslässt, würde ich gerne ganz kurz einen kleinen Cut machen, damit ich wieder ins Spiel komme, weil bei mir geht nichts mehr. Okay, liebe Leute, dann machen wir jetzt noch einen Cut und machen dann nochmal eine Runde Arena, sofern es dann wieder geht. Richtig, also, genau. Bis gleich. Bis gleich.